das mitwerden. Es ist die Frage zu beantworten, handelt es sich hier um ein Sprengmittel oder war es ein Körper, der nur mit Gips oder einem anderen Fake-Mittel gefüllt war. Und dann muss natürlich auch geprüft werden, war das Ganze zündfähig. Und die Auswertungen, die Analysen beginnen wir jetzt quasi. Aber es war mindestens darauf angelegt, Schrecken zu verbreiten. Ja, das ist gelungen. Wir haben ja hier weiträumige Absperrmaßnahmen durchführen müssen, auch um eine sichere Entschärfung vornehmen zu können. Und Sie sehen ja, hier ist jetzt kein normales Weihnachtsfesttreiben möglich. Also hier ist der normale Betrieb natürlich sehr eingeschränkt. Also die Chronologie sollte der Herr Mayer vernünftig vortragen. Wir sind jetzt dabei, noch weitere Recherchen durchzuführen, denn es ist ein angeliefertes Paket gewesen, ganz offensichtlich. Und möglicherweise sind hier in der Nähe des Weihnachtsmarktes noch weitere Pakete. Und deshalb sind wir jetzt wirklich am Anfang weiterer Arbeiten und Herr Mayritz kann die Chronologie zur Kenntnis geben. Ja, das haben die Röntgenüberprüfungen ergeben, so viel wissen wir. Aber ob sich ein Sprengmittel in dieser Büchse befand, das wissen wir zur Stunde noch nicht. Haben Sie Kenntnis von anderen Paketen? Also wir wissen natürlich nicht, ob wir der Absender richtig oder falsch ist, es ist eher zu vermuten, es ist falsch. Es gibt aber Hinweise zum Zusteller des Paketes, auch das wird alles überprüft. Aber bitte, wir stehen am Anfang der polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen. Sie können heute zu dieser Stunde noch keine Ergebnisse erwarten. Was machen Sie möglicherweise weiter Paketen? Jetzt muss ich mich auf eine Frage konzentrieren. Ihre bitte nochmal. Das prüfen wir gerade, um sicher sein zu können, dass für den Fall, dass noch weitere Pakete hier eine Rolle spielen, keiner in irgendeiner Gefahr sich befindet. Sie sagt, es sind Sachen über den Zusteller bekannt. Lassen Sie sich da daraus schon Schlussfolgerungen ziehen? Nein, wir können überhaupt zur Stunde nicht sagen, hat es sich um ein wirklich explosionsfähiges Behältnis gehandelt oder war es ein Fake, war es ein Test? Das können wir erst im Laufe der weiteren Ermittlungen sicher zur Kenntnis geben. Und bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir gegenwärtig keine weiteren Erkenntnisse weitergeben können. Wir sind am Beginn der Ermittlungen. War der Knall, der vorhin zu hören war, war das Sprengstoff oder Wasser? Es wird Wasser gewesen sein. Dieser Roboter zerlegt dieses Behältnis mit Hilfe eines sehr scharfen Wasserstrahls. Der hat einen sehr, sehr hohen Druck und deshalb gibt es da natürlich auch Geräusche, die ziemlich laut sind. Wollen wir zur Chronologie kommen? Ja. Können Sie ein bisschen rüberkommen, weil wir sehen Sie nicht. Wir sind alle ein bisschen auseinander. Also zunächst einmal möchte ich betonen, dass wir am Anfang der Ermittlungen stehen. Am frühen Nachmittag ist hier im Bereich der Brandenburger Straße, Lortestraße, durch einen Paketlieferdienst ein Paket an den ortsansässigen Apotheker geliefert worden. Dieser Apotheker hat das Paket geöffnet, hat dann festgestellt, dass ein verdächtiger Inhalt in diesem Paket war und hat dann dieses Paket zunächst erstmal sicher abgestellt. Die Polizei unterrichtet und daraufhin sind dann die Maßnahmen gelaufen, die wir heute Abend schon gesehen haben und begleitet haben. Er soll Geräte gesehen haben oder wie hat er festgestellt, dass es nicht gemacht hat? Das Paket sah verdächtig aus. Er hat also Drähte festgestellt und hat festgestellt, dass in dem Paket ein zylindrischer Gegenstand ist. Wir haben dann durch Kräfte unterstützt durch die Bundespolizei das Paket geröntgt und haben festgestellt, dass sich dort tatsächlich ein zylindrischer Gegenstand befindet, in dem Nägel festzustellen waren. Auch Sprengstoff? Das können wir im Moment überhaupt nicht bestätigen. Nochmal, wir sind am Anfang der Ermittlungen. Wir wissen definitiv zylindrischer Gegenstand und wir haben Nägel da. Mehr können wir im Moment noch nicht dazu sagen. Lassen Sie uns bitte die Zeit, ordentliche Tatortarbeit zu machen und den Sachverhalt entsprechend aufzuhalten. Wir müssen auch eine Büchse, also aus Metall. Ja, ein Metall, ein zylindrischer metallischer Gegenstand mit Drähten, Nägeln und Batterien, das kann ich also auch bestätigen. Und jetzt wissen wir erstmal, was dabei rauskommt.
ich sag mal, Größe, Maße vielleicht 20 cm, 25 cm und 10, 15 cm im Durchmesser. Also wenn Sie mich so fragen... Ja, mehr aus als eine Literbüchse. Genau. Eine Literbüchse ist etwas kleiner. Ich würde sagen, so eine 1,5 bis 2 Liter Büchse. Also gefüllt mit etlichen 100 zurück einfach mal. Das, was hier provisorisch ist, weil wir mit Wassersprengung entschärft haben, ist jetzt physisch wo? Wohin gebracht? Das ist noch physisch entschärft. Ja. Jetzt wird zunächst erstmal der Tatort untersucht. Uns ging es darum, erstmal die Sicherheit der Bürger herzustellen, großräumig abzusperren und auch die Marktbetreiber eben insofern in Sicherheit zu bringen, dass sie aus dem Entfernungsbereich herauskommen. Wäre denn die Anlegen noch Platz gewesen für was anderes? Dass sie Gegenstände bekommen haben? Also wir stehen da am Anfang der Ermittlungen. Wir haben natürlich ein Paket, welches sich am Lieferdienst angeliefert wird. Und jetzt müssen wir natürlich wissen, sind weitere Pakete möglicherweise irgendwo hingeliefert worden, die verdächtig sein könnten. Aber bitte nochmal, ich betone, die Ermittlungen stehen am Anfang. Aber es hat sich nicht noch jemand gemeldet? Wäre denn da noch Platz gewesen neben den Medien für irgendwas anderes, um diesen Zylinder zu helfen? Das kann ich im Moment so nicht sagen. Wie weit war denn die Absperrung? Also die Absperrung ist sehr großräumig gelaufen, bis Karstadt, Brandenburger Straße, Sie sehen es hier auf der Dortestraße, bis zur Lindenstraße und große Bereiche im hinteren Teil sind auch nochmal abgesperrt worden, weil das Paket eben so nicht zu identifizieren war und wir tatsächlich nicht wussten, wie gefährlich ist dieser Mensch. Wurden nur Geschäfte geschlossen oder nicht noch Anwohner? Also wir haben die Anwohner gebeten, sich in die hinteren Räume ihrer Wohnungen zu begeben und wir haben natürlich auch Geschäfte schließen lassen, damit auch dort keine abstrakte Gefährdung entsteht. Wie viele Meter hat der Sperrkreis? Wir sind im Moment dabei, noch Tatortarbeit zu machen. Haben Sie bitte Verständnis, dass wir auch jetzt den Sperrkreis noch nicht aufheben? Gab es vorher Warnung? Gab es irgendwie eine anonyme Anzeige? Irgendwie? Also ich habe keine Erkenntnisse dazu. Es ist tatsächlich so, dass wir bisher nur wissen, dass dieses Paket durch einen Lieferdienst angeliefert worden ist. Wann denken Sie, haben Sie etwa? Etwa 100 Meter. Ja, etwa 100 Meter. Wann denken Sie, das haben Sie Ergebnisse der Analyse weiterer Inhalte? Lassen Sie uns in Ruhe unsere Tatortarbeit machen. Ich weiß, meine Kollegen arbeiten sehr sorgfältig, keine verbindlichen Ergebnisse mehr. Und Sie brauchen die Zeit. Heute werden wir keine verbindlichen Ergebnisse mehr haben. Also diese zweite Komponente untersuchen Sie jetzt nicht hier vor Ort? Nein. Okay. Also in der Büchse waren ganz offensichtlich nicht nur Nägel, sondern auch noch ein Pulverfang. Und das muss jetzt untersucht werden. Ist es Gips, ist es irgendetwas, was nicht sprengfähig ist, oder ist es etwas sprengfähig? Okay, also da war noch Platz. Da ist immer Platz. Also da Nägel haben die Eigenschaft, nicht so verdichtet zu liegen, dass da nicht noch Platz für was anderes ist. Da war so eine Art Staub. Ja, das werden wir alles prüfen. Also wie gesagt, wir sind am Beginn. Natürlich, wenn es sich um etwas Sprengfähiges handeln sollte, dann ist eine zweite spannende Frage zu beantworten. War es zündfähig? War die Konstruktion geeignet, auch wirklich zur Explosion zu gelangen? Oder war es eher nicht der Fall? Das werden die polizeilichen Ermittlungen ja, mit Sicherheit ergeben. Noch ein Statement zur Reaktion des Apothekers, der offensichtlich alles richtig gemacht hat? Ja, es ist wirklich alles so gelaufen, wie man sich das wünscht. Er hat richtig gehandelt, weil er mitbekommen hat, es scheint nicht ganz in Ordnung zu sein, dieses Paket mit seinem Inhalt. Es erst einmal rausgestellt, hat sofort die Polizei alarmiert. Und Sie wissen, unsere Brandenburger Polizei arbeitet hochprofessionell. Und dann ist alles so abgelaufen, wie sich das gehört. Sperrkreis eingerichtet, die entsprechenden Fachleute sind vor Ort gekommen. Und hier haben wir uns auf die Bundespolizei stützen können, die mit ihrer Spezialtechnik schneller vor Ort war als unsere Technik. Die ist nämlich in Eberswalde. Und an der Stelle will ich mich auch bedanken bei der Bundespolizei, die uns so schnell und kollegial unterstützt hat. Ich möchte das auch nochmal betonen, dass ich das ein sehr ausgesprochenes oder ausdrücklich professionelles Handeln der Polizei handle. Ich denke, das, was man jetzt tun konnte, das ist durch die Polizei getan worden. Und alles Weitere müssen wir natürlich jetzt erstmal abwarten, um daraus auch die Schlussfolgerung zu ziehen. Ich danke nochmal ganz ausdrücklich der Polizei. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber erstmal gibt es keinerlei Erkenntnisse, die das in irgendeiner Form einschränken.